Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Riembacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Heute was zum Thema, auch wieder immer oft angesprochen, die liebe Genetik. Was kann ich erreichen, was kann ich nicht erreichen, was ist möglich? Grundsätzlich, klar, wenn er von einer recht guten Genetik gesegnet ist, der hat es natürlich viel, viel einfacher. Nur meine Erfahrungen sind in den ganzen über 25 Jahren, wo ich als Betreuer tätig bin im Bereich Trainingsberatung, Ernährungsberatung, Fitnessplan, auch Meisterschaftsvorbereitung, habe ich eins festgestellt. Umso besser die Genetik eines Athletens, umso weniger Ehrgeiz ist oftmals da. Umso weniger Biss, umso weniger Disziplin. Was könnte der Hintergrund sein? Der Hintergrund könnte sein, dass nämlich Menschen, die eine gute Genetik haben, eben es nie gelernt haben, sich richtig anzustrengen. Die haben nie kämpfen müssen, nie beißen müssen. Die haben eigentlich in dem Bereich sehr oft alles mit relativ wenig Mühe geschenkt bekommen. Und aus diesen Gründen ist es für mich als Berater, als Fitnessmeisterschaftsberater, als überhaupt Berater für gute Figur, gute Form, Sixpack, Muskelaufbau, was auch immer, was die Wünsche sind, ist es gar nicht so vorteilhaft, wenn ich jemanden habe, der eine recht gute Genetik hat und sich darauf verlässt, aber letztendlich es nie gelernt hat, auch mal entsprechend Disziplin zu bewahren, entsprechend zu beißen, entsprechend Ehrgeiz zu entwickeln, um natürlich auch eben sein Ziel zu erreichen. Deswegen auch dieses Teil daneben dran. Das ist mein allererster, den kann ich fast nicht hochhalten. Ich gehe mal vor, der hat fast 30 Kilo. Das ist mein erster Pokal, den ich mir geholt habe, 1990. Karlsruher Stadtmeister, passt mal auf. Das ist ein Wahnsinnsteil. Und da war es auch so, also genetisch gesehen war ich immer so ein Schlumpf. Das heißt, ein sehr schmächtiges Büblein, immer der Schlankste, immer der Leichteste, immer von den anderen belächelt. Meine erste Freundin mit 18, 19 Jahren, die hatte, ich hatte 56 Kilo bei mir, knapp 1,80 Meter. Sie hatte 65 Kilo, meine erste feste Freundin, so 65 Meter 70 groß. Das heißt, sie konnte mich hinter ihr umziehen und mir hat mich nicht gesehen. Das war als junger Mann natürlich nicht unbedingt so prickelnd. Vor allem die dämlichen Sprüche meiner dortmaligen Freunde, die waren natürlich extrem gut. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, weißt du was, entweder du findest dich damit ab und bist halt weiterhin so wie du bist, kompensierst es so wie viele andere mit coolen Sprüchen und was weiß ich wann, leidest vielleicht doch ein bisschen drunter, weil du es einfach nicht magst. Oder du sagst, Moment, ich muss mich nicht damit abfinden, ich kann auch was dagegen tun. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich genau dafür entschieden, habe gesagt, tu was dafür. Und dann habe ich mir den Kopf gesetzt, den hier, den habe ich gesehen, da ist er ausgeschrieben gewesen als Pokal für eine Karlsruher Stadtmeisterschaft. Und da habe ich mir geschworen, das wird mein Pokal, der steht irgendwann mal in meinem Wohnzimmer. Und da habe ich 20 Wochen alles dafür getan, um diesen Hafen zu bekommen und habe mir selber bewiesen, dass trotz schlechter Genetik, trotz wirklich sehr schlechter Genetik, schmale Schlüsselbeine, relativ wenig Latt, auch keine Wahnsinnsmuskelmasse, ich hatte damals 76,5 Kilo bei knapp 1,80 Wettkampfform und habe da Athleten geschlagen, die waren fast 20 Kilo schwerer wie ich. Durch eine gnadenlose Härte, durch gnadenlose Überzeugung, natürlich auch ein schönes Posing und natürlich auch durch eine Überzeugung von mir, eine innerliche Überzeugung, dass ich hier das reißen kann. Da habe ich mir bewiesen, Genetik ist nicht alles. Schön, Umkehrschluss, schön, wenn Genetik Disziplin trifft. Wenn sich die zwei Komponenten paaren, dann haben wir natürlich eine Bombe. Und solche Bomben gibt es tatsächlich. Das sind die Leute, wo ich selbst natürlich auch selbst nach 30 Jahren Training sage, wow. Die erreichen in 5, 6 Jahren das, wo ich fast 20 Jahre dafür gebraucht habe. Hammer. Aber gibt es ganz, ganz wenige. In der Regel sind die von Natur aus die etwas Benachteiligten, die Fleißigsten, die Disziplinierten, die am meisten tatsächlich reisen können. Deswegen auch für euch alle, die ihr nicht genetisch super dasteht, auch ihr könnt für euer Verhältnis maximale Resultate erzielen. Orientiert euch nicht an anderen, orientiert an euch. Ihr erreicht euer Ziel. Euer Traum, euer Wunschkörper, euer Wunschziel, muss nicht nur Körper sein, es kann auch was anderes sein, geistig sein, ist völlig egal. Der Anker, der sitzt bei euch, ist eurem Kopf. Ihr selber legt euch die Schranken, ihr selber legt euch die Hürden, wie weit ihr kommen könnt, wie weit ihr nicht kommen könnt. Genau aus diesen Gründen
verlasst euch nicht auf eure Genetik, beziehungsweise lasst euch nicht unterkriegen von eurer Genetik, sondern holt das Maximale aus euch raus. Seid überzeugt von dem, was ihr macht, und arbeitet jeden Tag stetig daran. Und ihr werdet euer Ziel garantiert, euer realistisches Ziel garantiert erreichen. Das war's. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Die Genetik nützt gar nichts, wenn die Disziplin und der Fleiß nicht stimmen.